Ein Friseurtermin der etwas anderen Art erwartete die Weißstörche am Mittwoch im Tiergarten Straubing. Zweimal jährlich müssen die Flügel der neuen Tiere gestutzt werden, damit die Besucher das ganze Jahr über den Klapperstorch bewundern können. Doch bevor es soweit ist, müssen die Tiere erst einmal eingefangen werden. Ein Vorhaben, bei dem gleich mehrere Tierpfleger mit anpacken müssen. Eine gewohnte Prozedur. Es ist schon so, dass die Tiere bei so einer Fangaktion an gewissem Stress ausgesetzt sind, aber die Tiere spüren natürlich, dass das eine Routine-Geschichte ist, die sie eigentlich auch schon kennen. Und zum anderen ist das auch so ein bisschen dann, dass sie dann das Vertrauen haben, wenn sie einmal gefangen sind. Einmal gefangen kommen sie so schnell nicht mehr weg. Denn dann heißt es federn lassen. Das Federn schneiden tut den Störchen wirklich überhaupt nicht weh, weil die Federn sind ausgewachsen und wenn die Federn ausgewachsen ist, ist da kein Leben mehr drin. Wenn eine Feder wächst, sitzt die im Blutkiel und da darf man natürlich dann nicht schneiden. Das würde den Tieren Schmerzen bereiten und die Blutung würde auch schlecht aufhören. Also, aber wenn die Feder ausgewachsen ist, ist es überhaupt kein Problem. Das ist wie beim Menschen mit dem Haare schneiden. Ihre Federn behalten dürfen hingegen die Jungtiere. Diese können frei entscheiden, ob sie im Winter wegfliegen oder sich die Reise sparen und von den Tierpflegern füttern lassen. Von diesem Angebot machen übrigens auch viele Wildstörche Gebrauch. Doch bis es wieder Zeit für solche Überlegungen ist, bleibt die Schere erst einmal im Koffer.